Oh, wir arbeiten, bis wir umfallen. Und wir sammeln auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte. Das ist ganz cool. Die können wir ja dann in neue Technologien investieren. Kann ich mit dem Baum hier auch schon irgendwas anfangen? Nee, der beeinträchtigt die Qualität des Friedhofs aber auch nicht. Das ist eigentlich ziemlich cool. Kann ich hier drüben irgendwas machen? Da brauche ich eine Technologie für. Aber da kann ich buddeln. Und kriege, wow. Okay, das ist bitter. Dann kommen wir später wieder. Ich folge erstmal unserem kleinen Tutorial-Pfeil. Der will mich nämlich jetzt... ins Dorf führen. Um die Urkunde zu verkaufen, vermute ich mal. Ja, nee. Dann gehe ich erstmal schlafen. Das machen wir tagsüber. Ich weiß nicht, ob die NPCs in diesem Spiel irgendwie einen geregelten Tagesablauf haben, aber ich möchte auf jeden Fall so halbwegs einen haben. Und wir hatten ja unser Bett da, dass wir erstmal schlafen gehen können. Und dann können wir das den nächsten Tag machen. Und die Sonne geht auf. Okay, komm. Ha! Ich fühle mich so erfrischt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter hier. Hurra, ein Neuankömmling! Wow, ich bin hier schon... wie lange noch gleich? Ach, egal. Ich bin Yorick! Ich bin so einsam. Ich armer, armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Was? Warte. Nein. Im Gegenteil. Ich freue mich, dich zu sehen. Aber wir haben hier einen echt unangenehmen Typen neben uns vergraben. Wir hätten da doch wirklich lieber einen neuen Nachbarn. Kannst du uns vielleicht damit helfen? Ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin. Gary hat mich hier hingeschickt. Du bist Yorick und er ist Gary. Lustig. Warum? Was sehe ich jetzt nicht? Halbtote Schädel. Dieser neidische Bastard. Ah. Er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Was sage ich da? Hier ist es furchtbar. Vor allem wegen dem Typen in dem Grab da rechts unten. Der ist so gemein. Kannst du ihn nicht loswerden? Grab ihn einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss. Was? Ich kann dir sogar seine Erlaubnis geben, die ich ihm geklaut habe, als ich noch lebte. Was für eine Erlaubnis? Du bist so ein Dummerchen. Um eine Leiche auszugraben, brauchst du eine Erlaubnis. Der alte Wärter hat sowas immer im Briefkasten bei der Kirche gemacht. Aha. Gut, jetzt als allererstes. Roher Aufschnitt. Okay, für einen Burger brauche ich doch ein bisschen mehr Zutaten. Vor allem für den Burger brauchen wir gebratenes Fleisch. Fürs Sandwich auch. Das ist ja sehr geil. Mein rohen Aufschnitt, wa? Was bringt mir das denn? Ich koche. Und habe jetzt rohen Aufschnitt. Gefertigt am Kochtisch. Gut. Kann ich damit irgendwas anfangen? Den kann ich bestimmt im Ofen. Ja, wir können jetzt Stöckchen reinschmeißen. 10 Stück für 20 Einheiten Feuer. Und können jetzt Fleisch braten. Einmal roher Aufschnitt bringt 2 Scheiben Fleisch. 35 Sekunden, 10 Feuer. Gut. Leg los, ich hol's mir dabei Gelegenheit ab. Wir haben in der Zwischenzeit
nämlich auf dem Friedhof was zu klären. Denn noch befinden wir uns ja anscheinend in der Tat mitten im Tutorial. So. Das ist ein unangenehmer Type. Möchtest du die Leiche wirklich exhumieren? Ja. Das Grab würde ich ganz gerne wieder schließen. Na gut, da muss ich dann bei Gelegenheit eine andere Leiche reinschmeißen, ne? Die allerdings noch nicht eingetroffen ist. Aber kann ich hier noch irgendwas... Ich meine, wenn ich gerade dabei bin, wenn ich die sowieso wegschmeiße, dann kann ich mir da vorher auch noch das Fleisch holen und das dann entsprechend vorbereiten, ne, Gary? Hey, wo ist mein Bier? Gib ihm ein Bier für 20 Zuneigungspunkte. Und die Fragen können wir erst beantworten, wenn wir mindestens eine Zuneigung von 20 haben. Gut, dann werden wir uns um die Zuneigung mit den Leuten natürlich auch noch kümmern dann. Jorik, ein Geist mit Stimmungsschwankungen. Wir haben schon 6 Charaktere getroffen. Oh, ich freue mich so. So, jetzt nehmen wir die Leiche mit. Und bringen die erstmal zum Fluss. Der war ja hier links gleich. Flups. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Ein Geist hat mich gebeten, diese Leiche loszuwerden. Und du machst einfach, was fremde Geister dir erzählen. Der kann dir doch gar nichts anhaben. Mit welchem Körper denn? Ich allerdings kann dich zu Tode beißen, während du schläfst. Natürlich würde ich sowas nie tun, weil wir doch Freunde sind. Aber du verstehst, was ich damit sagen will, oder? Ja. Also, wenn du mich fragst, ist der beste Weg, eine Leiche loszuwerden, sie zu verbrennen. Weißt du, wohin der Fluss fließt? Der Fluss! Der fließt in Richtung der Stadt, glaube ich. Und wie kann ich eine Leiche verbrennen? Weißt du was? Du bist einer dieser Typen, die viel klüger aussehen, als sie eigentlich sind. Danke. Was? Genau das meine ich. Du brauchst Holz und Feuer. Es ist nicht ganz einfach, das ganze Ding bis zur Asche runterzubrennen. Wo kann ich sie verbrennen? Du brauchst einen ruhigen Ort, so wie den, an dem ich meditiere. Geh vom Friedhofseingang aus über die Straße, bei der Klippe. Ist das, meint er den Hexenhügel vielleicht? Gut, also wir haben auf jeden Fall Fleisch in der Tasche. Damit gehe ich jetzt erst nochmal in unser Haus. Das bearbeiten wir nochmal. Denn Gary hat ja gesagt, dass wir das Fleisch auch noch verkaufen können, ne? Warte mal. Dann machen wir hier gleich den nächsten Aufschnitt fertig. Da-da-da-da-da-da. So, komm, hier einmal gebratenes Fleisch bitte. Dankeschön. Damit ist dann auch unser Feuerholz da schon wieder aufgebaut. Der Mauscursor stört irgendwie. So. Wir haben aber kein Gericht, das wir wirklich zubereiten können. Für das Sandwich fehlen uns Zutaten. Und für den Burger auch. Schade. Na gut, dann warte ich jetzt noch ganz kurz hier auf das Fleisch. Dann trinke ich noch mal kurz, weil das Fleisch ist ja eh gleich fertig. Und dann ist es schon wieder Nacht. Und das bedeutet, ich gehe jetzt erst nochmal auf den Friedhof und arbeite da so ein bisschen. Und den nächsten Tag gehen wir dann tatsächlich auch mal ins Dorf.
Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass wir zum Beispiel auch keine neuen Leichen kriegen, solange wir das Tutorial nicht abgeschlossen haben. Und die nächste Leiche, die wir kriegen, kommt da unten rechts hin, damit wir dieses Loch wieder zukriegen. Das könnt ihr aber glauben. Qualität minus 10. Es wird doch, es wird doch. Gut, wir müssen ja die Gräber noch ein bisschen verzieren und dann kriegen wir das schon hin. Okay. So, da können wir noch nichts weiter mitmachen, aber hier. Das Zeug können wir aushebeln. Wir kriegen zwar nichts dafür, außer dass wir halt Unkraut entfernt haben. Ja, wir kriegen grüne Punkte dafür und mit denen können wir ja Technologien freischalten. Alles, was wir hier schon mal gemacht haben, haben wir dann hier schon mal gemacht. Das alleine ist es mir tatsächlich dann auch schon wert. So. Ich habe ja gesagt, erstmal mache ich dieses Grundstück hier, bringe ich das so ein bisschen auf Vordermann. Und dann können wir uns um andere Sachen kümmern. Dann haben wir wieder die ganze Nacht durchgearbeitet, aber das macht nichts, wir haben noch Energie. Und es wird auch allmählich wieder tagen, das heißt, wir können, bevor wir uns dann das nächste Mal schlafen legen, können wir das Dorf ein bisschen erkunden, weil das kostet ja keine Energie. Also hier mit den Bäumen kann ich noch nicht wirklich was machen. Aber hier mit dem Ding. Ja, wird auch alles schon ein bisschen ansehnlicher hier. Wir müssen gleich mal nach dem Zustand unserer Schaufel gucken, wenn wir hier fertig sind. So, das ist das verfluchte Land. Das nicht wirklich zur Verfügung steht, solange der Inquisitor das nicht freigibt, ne? Kann ich das hier auch reparieren? Ah, da versteckt sich doch tatsächlich noch ein bisschen Unkraut in der Ecke. Das geht ja gar nicht. Ja, mit den Bäumen kann ich noch nichts machen, weil wir noch keine entsprechende Axt oder Technologie haben. Aber hier ist noch ein letztes bisschen Unkraut. So, weg damit. Gerade gedacht, das zählt jetzt auch als Unkraut. Gut, dann gehen wir hier den Rand nochmal ab. Ist sich hier irgendwo noch Unkraut versteckt? Prinzipiell sieht es aber eigentlich ganz gut aus jetzt. Und wir haben jede Menge Punkte, die wir dann irgendwie investieren können. Und hier können wir auch nichts weitermachen, ne? Nein. Na gut, dann folgen wir jetzt mal dem Tutorial-Pfeil. Wir haben eh kaum noch Energie. Das trifft sich ganz gut, dann können wir das letzte bisschen Energie, was wir haben, noch so ein bisschen hier in die Erforschung der Gegend stecken. Und wir sind jetzt schon fast eine Stunde mit diesem Spiel beschäftigt und im Prinzip haben wir noch gar nichts gemacht. Und das finde ich sowas von genial. Warte mal, bis wann war das? Bis Mars. Ich sag mal, das ist Mars. Das männliche Symbol ist ja Mars. Der gegenüberliegende Tag mit dem weiblichen Symbol, der rote da, das ist einfach mal Venus. Der Kirchentag ist der Kirchentag, das ist der mit der Sonne. Dann haben wir einen Mondtag. Naturtag und Hörnertag. Keine Ahnung, was ist heute für ein Tag? Die haben doch bestimmt auch offizielle Namen. Okay. Ich hab's ja verstanden, ihr wollt nicht, dass ich ins Dorf gehe. Schon gut, ich warte auf die Leiche. Ich hoffe, unsere Energie reicht noch aus für die Autopsie. Und fürs Grabbuddeln, nee, es wird nicht reichen. Und während wir darauf warten, dass der Esel hier ankommt und die Leiche ablädt, können wir ja rein theoretisch schon mal... Also ich brauche ja gar keinen Grabplan, ich habe ja schon eins geplant. Vergesst es, habe ich gerade ein bisschen falsch gedacht. Dann stellen wir uns jetzt einfach an den Eingang unserer Leichenhalle. Dann können wir vielleicht... Machten die Schaufel.
10%, die sollten wir unbedingt mal reparieren. Nur mal gucken, wie das geht. So, wie benutze ich das? Ah, okay. Nummer 15 Energiepunkte geholt. Ich warte kurz auf den Esel. Der müsste ja gleich hier sein. Er sollte gleich hier sein. Da ist er ja. Danke, Eselchen. Okay, gut. Musste eben nebenbei mal ganz kurz auf eine Nachricht antworten. So. Natürlich erstmal unser geheimes Sezierzimmer hier. Was habt ihr denn erwartet? Ich werde übrigens erst anfangen, irgendwelche Punkte für irgendwelche Technologien auszugeben, wenn wir das Tutorial abgeschlossen haben. Bis dahin sammle ich einfach erstmal nur. Auch wenn ich halt das eine oder andere hier schon mal mache, ist das so grundlegend. So, die Leiche nehmen wir mit. Jetzt habe ich den Mauscursor schon wieder im Bild. Ah, der blendet sich mit der Zeit selber aus. Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann brauche ich den ja gar nicht zur Seite schieben. Das ist natürlich angenehm. Da ist er wieder. So, und dann haben wir gleich zwei Bestattungsurkunden. Aber wir sollten vielleicht mal lernen, wie man Grabsteine herstellt, ne? Aber jetzt wird es schon wieder dunkel. Gut, dann gehe ich mal in mein Hütchen. Noch ein paar. Holzstückchen mitnehmen. So, zwei bräuchte ich noch. Komm schon, das reicht, das reicht, das reicht. Komm, komm, komm. Ja. So, dann haben wir nämlich wieder 10. Dann können wir nämlich nochmal das Fleisch braten, was wir gerade eben produziert haben. Da müssen wir echt zusehen, dass wir endlich mal ein bisschen vorankommen. Also man muss sich hier echt, glaube ich, so ein bisschen immer auf irgendwelche aktuellen Tätigkeiten konzentrieren, sonst hat das alles keinen Sinn. Nur wenn man versucht, alles gleichzeitig zu machen, geht es nicht vorwärts. Also man muss dann schon das eine oder andere dann mal ignorieren, während man sich um irgendwelche anderen Sachen kümmert und dann, weil sonst funktioniert das hier nicht. So, ich fühle mich so erfrischt. Gut. Ohne ihn ist es auf dem Friedhof viel netter. Ich bin trotzdem irgendwie traurig. Ich bin hier so einsam. Ich war zu Lebzeiten kein guter Mensch. Ich hätte ein besserer Mensch sein sollen. Was meinst du? Wir sind tot. Aber wir verdienen noch immer Respekt. Oh, fein, ich erklär's dir. Jede Leiche beherbergt eine Seele, die von ihrem Leben gezeichnet ist. Sünden sind rote Totenschädel und gute Taten sind weiße Totenschädel. Wir hatten jemanden in der Nachbarzelle. Er erzählte uns, dass die Stadt einst mit einem schrecklichen Fluch belegt wurde. Nur eine uralte Abmachung konnte diesen Fluch abwenden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich verstehe, wovon du da redest. Das tust du bestimmt nicht. Kümmer du dich lieber gut um den Friedhof. Ich werde dich beobachten. Ich kann nichts machen. Ich bin so traurig. Tutorial Gräber. Jede Leiche hat zufällige spirituelle Werte. Rote Totenschädel, rote Schädel und weiße Schädel ist die Summe der Körperteilwerte. Du kannst die roten und weißen Schädel ändern, indem du Organe entnimmst und einbalsamierst. Die einzige Möglichkeit, Totenschädel deines Friedhofs zu erhöhen, ist, Gräber mit Gegenständen, die mehr Dekoration, Ansehen haben, zu dekorieren. Jede Reihe, die weiße Totenschädel und einen Ansehenskranz hat, zählt als ein Totenschädel. Reihen mit rotem Totenkopf zählen nicht. Aber du musst sie mit Kränzen füllen, um
Totenschädelreihen zu erreichen. Okay. Gut. Habe ich so halbwegs verstanden.